Hallo, es geht weiter mit Final Fantasy 15, das letzte Mal. Ich glaube, das letzte Mal haben wir hier Iris von Lestalum hergeholt, nicht hergeholt, die besucht. Jetzt kommt die mit und da haben wir auch unser Fahrzeug umgeändert. Oder das war vorletztes Mal, ich weiß es nicht mehr. Egal, wir gehen dieses Mal nach Kap Kalm. Und schau mal, was da so abgeht. Ja, klar. Ich habe zwischendrin übrigens so den, den Final Fantasy 15 Film gesehen, jo. Wo es um die Sachen geht, die, passiert sind, als wir das erste Mal bei diesem komischen Steg waren, da mit dem Schiff, wo das Schiff sein soll. Wir können von Glück reden, dass sie von selbst abgezogen ist. Ja, gegen die war Loki ein Klacks. Allerdings hat Kur damals mit uns gekämpft. Meinst du, mit ihm zusammen hätten wir gewonnen? Sicher war das nicht unsere letzte Begegnung mit ihr. Jo. Und das ist da halt passiert. Als wir, da hat ja Noctis irgendwie so gepennt und dann hat man so eine Cutscene gesehen, wo, die Hauptstadt voll von Hysterie erinnert wurde und so. Auf jeden Fall war der Film ganz cool. Und es war ein kleiner Spoiler drin, den ich aber eh schon kannte, weil ich mal nachgeschaut habe, wie es aussieht mit diesem komischen DLC, wo er so zusammenspielen kann, dass ich ja mal kurz gestreamt habe mit Hunti, weil man das so spielen kann und so von wegen Story her. Da wurde ich ein kleines bisschen schon gespoilert, aber so schlimm ist es nicht, weil, ist egal. Wir werden schon sehen. Auf jeden Fall. Sieht vielversprechend aus. Los, lasst uns mal reinschauen. Wenn es stimmt, was man sich über den Malmalam Wald erzählt, dann werden wir hier hoffentlich fündig. Ja, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, was das letzte Mal passiert ist hier. Warum gehen wir jetzt zum Wald? War das auch irgendwie so ein Nebenquest-Ding? Weil daran kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ein Wald? Was? Bestimmt voller wilder Tiere. Wetten? Du meinst wohl, voll mit Beute zum Jagen. Klingt nach einer Menge Spaß. Nach Spaß. Außerdem habe ich so noch so ein paar, so eine Art Anime-Ding jetzt gesehen. So 5 Folgen von Final Fantasy 15. Und deshalb weiß ich, dass Brom Thomas als Kind ein fettes Kind war. Krass, oder? Oh Mann. Und das Ignis und Zimmer. Oh, übrigens, während ihr weg wart, ist hier ein Chocobo mit Reiter vorbeigetrabt. Sag mal, seid ihr schon mal auf Chocobos geritten? Das sah total spaßig aus. Ja, klar. Hey. Probier's doch aus. Noct, ruf der Dame einen Vogel. Okay. Chocobo rufen, ja. Und Ignis, will Noct immer so. Oh, wie süß. Ich liebe Chocobos. Warum ist ihr Chocobo pink? Was so fake. Alles klar. Egal, Ignis lockt immer so irgendwie so was zu essen machen, so ein süßes Kuchending, keine Ahnung was. Weil der mal irgendwo was sowas gegessen hat. Aber niemand weiß, wie es jetzt wirklich gemacht wird. Keine Ahnung. Irgendwie. Moment. Wir sollten aber kurz. So wie ich gerade sehe hier. Einmal Penarinon. Das ist ein Lagerding. Chocobo. Upp. Egal. So. Da wären wir. Das ist blau. Ich muss das Abendessen vorbereiten. Heißt es nicht? Ich helfe dir. Heißt es nicht, dass wir schon mal gepennt haben? Und es ist immer blau. Kann natürlich sein. Nee, wenn wir schon mal gepennt hätten, dann wäre da ja unser Zeug, oder? Ich weiß gar nicht. Egal, wir schauen mal weiter. Was wollen wir denn machen? Hier, eins von den beiden am besten. Hier haben wir viel mehr Zeug. Dann machen wir das. Haben wir nicht irgendwie Chocobo-Futter bekommen? Oder? Nicht. Anscheinend nicht. Oh. Ja, keine XP. Hier so ein bisschen. Das bin ja ich auf dem Foto. Ja, dann halt so. Schönes Foto, oder? Ja, du
könntest später echt mal professioneller Fotograf werden. Nein, das Foto ist nur gut, weil du so fotogen bist. Oh, da bin ja ich drauf. Ja. Das Foto, das sieht auch so aus, als wäre das total geheim geschossen worden, weil beide eine Pose machen und so. Ja, ja. Super geheim. Morgen. Fertig zum Aufbruch? Aber natürlich. Bevor wir auf unseren Schokobus reiten, würde ich sagen. Wow! Ein bisschen Magie holen erstmal. So, und dann noch irgendwo Elektrozeug. Das müsste dann ja hier in die Richtung sein. Oder gibt's hier gar keins? Kann das sein? Das erste? Ne, da hinten. Ah, ist aber weit weg. Hä? Ja! Da oben. Wupp! Her damit! So, jetzt aber. Chocobos, kommt her! Okay, wir dürfen ihn nicht herrufen, denn... Jetzt. Wir haben doch... Hier ist was krasseres, aber wir haben hier Feuerer noch. War keine Absicht. Das ist schwer rausgeholt, du Drecksack. Jetzt hat er mich abgelenkt. Egal. So, kann ich ein bisschen woanders lang. Nur ich sehe gerade, das sind böse, böse Monster, die gruselig aussehen. Ah. Anscheinend dürfen wir hier nicht rüber mit Schokobo. Schade. Ist es denn gefährlich oder was? Hui. Echt angenehm. Hui. Ja. Ja, stimmt. Oh. Ein bisschen rumschauen. Huch. Ah, die wollen also doch Stress, hä? Sollen wir mal angreifen? Schauen wir mal, was das sind das für Heinis. Seid ihr böse? Das esse vom Level her. Danke. Ach, das, och, das geht ja. Ich würde sagen. Hui. Ja. Oh ja, und du bist am Arsch! Von hinten angreifen? Na gut. Und tschüss. Oh, hat sie überlebt. Du, 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 du. Seid ihr alle stark? Echt? Alle? Ja, total. Das war wirklich cool. Oh. Ja, das höre ich ständig. Sie hat doch nur Mitleid mit dir. Oh. Oh. Oh Mann, wie dämlich. Ich werde, wenn wir hier lang gehen, kriegt man irgendwie XP, aber ich gehe erstmal dahin, wo wir auch hin sollen. So, Moment, mein Auge juckt. Mann, ich finde das voll toll. Hier geht's bergauf, darum hüpfen wir so komisch. Nicht so trödeln. Was? Aber wer will schon wieder Stress? Wem muss ich jetzt die Arschbacken rausreißen? Da hinten. Ich schlag zuerst zu und stoppe den Gegner. Dann greifst du an. Was? So? Wozu brauchen wir eine Reihenfolge? Holy shit, was ist das denn? Und jetzt? Tu, was ich dir sage. Los geht's. Ich seh nichts. Ich habe einen. Ah! Will ich dich kämpfen? Ich seh nichts. Braucht Zeit. Hilfe. So. Oh. Wir haben Stress. Oh, einfach ausweichen. So, jetzt aber kann ich bitte den Geschwächten angreifen. Danke, geht doch. So, ich könnte mal... Ja, warum nicht? Ah, Königswaffenzeit. Ah, Königswaffenzeit. Pow, 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 pow. Und du auch noch, ihr blöden Bienen. Keine Bienen erlaubt. Die nächste... Easy. Stimmt, vielleicht sollte ich ein paar von dir machen. Bitte nicht, Iris. Du musst uns doch heilen. Die kann heilen? Cool. Gehen wir. Ja, ja. Ja. Yeah. So, Chocobo, komm her. Wir wollen weiterreisen. Los, Kleiner. Komm immer aus dem Nichts. Ist doch nice. Bam, da, 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 da. Nee. Wahrscheinlich nur wieder so eine doofe Biene oder so. Die kann mich mal kreuzweise. Ich werde jetzt nicht wie jedem Kack viel stehen bleiben. Krass. Hey, was finden wir denn noch so?
Da hinten sind wieder irgendwelche Gegner. Mann, da hört einfach die Musik auf, nur weil ein Ohr ein Pferd. Sirene! Einfach herrlich, den Wind in den Haaren zu spüren. Ja, ja. So. Vielen Dank, mein kleiner Chocobo. Ja, ich hab's schon kapiert, Spiel. Kann ich da nicht rein? Na gut. Wirklich? Komm schon, auf den Chocobo. Schaff ich's auch. Fucking. Komm schon. Komm her, danke. Wie dämlich. Los, weg hier. Vor diesem bösen Pferd. Hier ist eine Höhle. Oh, ja. Der Chocobo will hier nicht mehr weiter. Danke, mein kleiner Chocobo-Freund. Kleiner Spaziergang? Ja, wir müssen wachsam bleiben. Wer weiß, was sich hier eingenistet hat. Was ist das denn? Alle raunen. Hallo! Wie geht's dir denn? Hoppala, tot. Zum Glück ist dir nichts passiert. Wir sind auch hier, easy. Fan von Wäldern. Zu viele Käfer und so. Ja, ja. Zu viele tote Gegner. Hallo. Und fahrt's. Der nächste. Als ob die mir was können. Irgendwas kaputt gemacht? Tschüss. Easy schneezy. Wollte noch mal sagen, bevor der nächste Gegner kommt. Eine Riesenwespe ist ja ekelhaft. Sei doch mal still. Wir sind doch gerade erst hier. Weg damit! Also such gefälligst. Ekelhaft. Niemand mag Wespen. Oder Bienen. Ja, aber Bienen sind wichtig für alles und bla bla. Na und? Was ist denn deshalb böse, was? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Oh, da freue ich mich drauf. Also den ganzen, ja, aber die sind wichtig für uns. Könnte man sogar behaupten, ja, du darfst auch nicht sagen, der Tod ist schlecht oder so. Nein. Es ist wichtig, dass Leute sterben. Oh ja! Seht ihr? Und dann passiert sowas. Dann wird man langsam verrückt. Und ja! Du und dein Angelfimmel. Dafür haben wir keine Zeit. Aber angeln! Wie, wir haben keine Zeit fürs Angeln? Das geht doch nicht! Los, aua! Die hat mich. Ah, die hat mir viel Damage gemacht. Oh, wir haben jetzt. Die hat mir viel Damage gemacht, aber wir haben eine super nice Healerin. Lass die Healerin in Ruhe, du Drecksack! Und fahrt's! Hoppala. Oh ja! Holy fuck, der Damage. Heal me. Bitte, bitte. Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe. Darf ich leben? Wo bin ich? Ich häng hier fest. Darf ich? Oh, danke. Okay, okay, okay. Alles in Ordnung. Er ist nur eine dumme Arschloch-Wespe. Die jetzt den Tod verdient. Was passiert jetzt? Krass. Wo es doch so schön ruhig war. Hey! Witz. Okay. Muss ich jetzt. Ist ja doof, muss ich jetzt echt ein Elixier benutzen? Weil man. Ach ja, gut, ich bin halt verreckt. Darum. Hoppala. Elixier für Prompto. Und wahrscheinlich habe ich bessere Heilsachen dafür. Für Ignis auch. Holy shit. Ja, die Viecher, die sind ein bisschen krass drauf. Ich denke mal, man könnte hier rein theoretisch auch einfach nur durchrennen. Aber ich will sie töten. Ich will sie alle töten. Für XP natürlich. Nicht, weil ich verrückt bin oder so. Oh, Level 18. Oh, ja. Also, hier hallo. Ich direkt mein Zelt aufschlagen. Komm her. Die Arbeit. Überraschungsangriff. Pow!
Wir brauchen mal bessere Waffen für die anderen Leute. Weil Gladiolus hat eine super krasse Waffe. Nur Ignis und Prompto? Ja, nicht. So. Da ist ein Campingort. Ziemlich nice. Ich würde sagen, wir kämpfen aber erstmal. Nee, doch nicht. Ich wäre fast ausgerutscht. Nicht hasten, Leute. Ja. Ich will. Eigentlich hätte ich gedacht, wir kämpfen noch da hinten kurz. Aber da ist gleich das Questziel. Darum will ich da nicht hin. Aus Sicherheitsgründen. Ihr wollt hier echt übernachten? Ja, klar. Na, wo denn sonst? Was wird denn jetzt gemacht? Was für eine mega krasse Boost-Kacke wird jetzt genommen? Schützvergift wäre gar nicht mal so scheiße jetzt, oder? So gehen jetzt die Größe der Titan-Schaden. Das ist natürlich auch super nice. Weil da irgendwelche Level 37 Gegner rumlaufen, aber ich weiß nicht. Versuchen wir es einfach mal. Kann ja nicht schaden, ey. Notfalls vernichten wir halt einfach so. Geil. Ui. So. Oh, das Foto ist gut. Nicht wahr? Finde ich auch. Was ist das denn? Wow. Wow, da halt so. Aber was hier ist, gerade auch nicht. Einfach Fotos speichern, bringt wahrscheinlich eh nichts. Und nun geht's weiter. Ich könnte Magie. Ja. Ich könnte Magie machen, tut und tun. Aber ist jetzt. Achso, neue Magie herstellen, aber ist jetzt erstmal unwichtig. So, Level Stress, Level 18, Level 18, Level 32, wo ist die Biene da oben? Hoia! Und. Boom! Was? Oh, das war ein komischer Leck, krass. Nee, spiel bitte nicht nochmal. Wow, ich habe auch so viel Damage genommen. Krasse Scheiße. Hier, ein bisschen healen. So, der Heal ist rausgekommen, sehr gut. Puh. Wow, ganz vorsichtig, bisschen nicht wehtun. Mir geht's gut. Okay, alles einfach drauf fahren, einfach drauf fahren, alles gut. Was ist jetzt passiert? Warum geht hier auf einmal? Warum ist die Farbe hier so komisch? Beschwören darum. Dann wird halt jetzt beschwert. Hä? Wer ist doof? LT. Ja. Nee, das ist doch der. Ah, ich muss nur ganz lang drauf bleiben. Oh shit. Ist wahrscheinlich Verschwendung. Weil wir noch nicht mal da sind, wo wir eigentlich. Das ist der nächste Pummelgegner, aber egal! Oh shit! Bye! Oh! Das ist einfach so krass. Aber auch so nutzlos. Warum machen wir das nicht einfach jedes Mal? Du hast leicht reden. Das schlaucht ganz schön. Oh, wusste ich nicht. Ja. Krasse Scheiße, hä? Geht's weiter? Wow, 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 wow. So, ein bisschen. Hab ich hier nicht alles voll schon? Ja. Egal, gehen wir jetzt einfach mal weiter. So, ich hätte es wahrscheinlich das nicht benutzen sollen, dann hätten wir es jetzt gleich einsetzen können. Bei wo auch immer hier jetzt hingehen. Wie komme ich denn da oben? Ist das kalt? Das ist ja eisig! Ja, ja. Mal, hier geht's weiter. Worauf warten wir noch? So, hier aber. Ist ja egal. Eng auf einmal. Wenn da vorne mal nichts auf uns lauert. Ja, noch ist nichts. Ich hätte es halt doch behalten sollen, ne? Aber egal. Endlich wieder im Freien. Freu dich nicht. Was Jungs, bist du? Da vorne! Wie bestimmt? Der soll nur kommen. Hallo! Oh je.
Also viel Schaden machen wir dem Teil ja nicht. Au! Und los! Angriff, Exekutive! Oh, das ist ein bisschen defensiv. Iris ist gerade fast verreckt. Iris verreckt schon. Die kann aber nicht, anscheinend nicht verrecken. Ha? Nur mal fast. Jetzt kann mir eh nichts, das Vieh. Boom! Au! Okay, so viel dazu. Kurz hier hoch. Was will ich angreifen? Sein Kopf, oder? Oder auch nicht. Welp. Heiltrank. Warum sind die auf einmal so hohes Level, die Viecher? Hallo. Oh, holy shit, was war das für ein Lag? Ich muss mal aufpassen, ich muss mal irgendwas umstellen. Ich würde es da... Eingreifen! Ich hätte natürlich die am liebsten die geilste Grafik oder so. Nur wenn ich halt aufnehme, ist das nicht so einfach, ey. Wow! Und Angriff! Ich hab verkackt. Los, Gladiolus! Sturm! Boom! Aua. Was ist das? Nein, du kannst nicht mal. Jetzt gibt's Stress. Well. Der ist kaum. Da hinten müssen wir hin. Bleibt der jetzt hier? Oh. Oh nein, bitte nicht. Ich will weg. Echt lächerlich. Toll. Chocobo, Zeit weg. Egal. Wir haben es geschafft. Oder? Gut. Bevor wir jetzt da rüber gehen, sieht aus wie ein Ort für die Königswaffe, will ich aber erstmal sagen, dass ich jetzt die Folge beende. Ja. Und ja, wir sehen uns auch beim nächsten Mal. Ciao.